Vielen Dank. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Ihr wartet alle auf Mutabor, ich weiß. Und vorher muss euch der Tobi Peach aus Freiburg noch eine Story erzählen. Der ist Betreiber eines Hanffachgeschäfts dort und muss schwer leiden. Und ich glaube, mehr erzählt euch am besten selber. Herzlich willkommen in Berlin, Tobi. Jawohl, vielen Dank und hallo Berlin. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr hier seid. Das war ja schon ein ganz schön langer und anstrengender Tag, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat er auch ganz viel Spaß gemacht. Euch auch? So, jetzt muss ich aber direkt wieder bremsen. Wir sind ja nicht nur zum Spaß hier, das ist ja auch eine Demo. Und deswegen will ich, dass ihr jetzt nochmal richtig laut seid, wenn ihr mir recht gebt, wenn ihr auch für die Legalisierung seid. Macht mal richtig Lärm hier jetzt nochmal. Dankeschön, danke dafür. Ich habe als kleines Kind sehr gerne Verstecken gespielt und ich spiele das auch heute wieder mit meinem Sohn total gerne. Aber ich habe im Laufe der Jahre, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, erlebt, dass Verstecken auch unschön sein kann. Wenn man Konsequenzen zu befürchten hat, wenn man vielleicht sogar Angst hat, dann ist Verstecken wirklich nicht mehr schön. Und wir hatten heute hier viele tausend Menschen, die diese Angst abgelegt haben, die mutig waren und auf die Straße gegangen sind. Und dafür Dankeschön, dafür feiert euch jetzt noch einmal alle selber. Danke. Denn auf der anderen Seite sind 4 Millionen Menschen nicht hier. 4 Millionen Menschen, die wahrscheinlich in zu großer Angst davor sind, erwischt zu werden, gesehen zu werden, Konsequenzen zu bekommen. Und ich kann euch ein Beispiel geben von gestern, damit ich euch auch nicht langweile, denn die ganzen guten Argumente wurden heute ja wirklich schon zuhauf ausgesprochen. Ich wollte gestern nach Berlin losfahren und musste noch was auf der Bank erledigen. Mein langjähriger Freund und Mitarbeiter hatte aber die Bankkarte mitgenommen nach Hause aus logistischen Gründen. Ich fuhr zu ihm morgens, habe ihn telefonisch nicht erreicht und wollte klingeln. Und er machte nicht auf, obwohl sein Auto da stand. Ich klingelte ein bisschen mehr. Er machte immer noch nicht auf. Und ich dachte, Mist, ich muss auf die Bank. Ich will aber auch nach Berlin, die Fahrt ist lang. Naja, irgendwann bin ich wieder von dannen gezogen, habe natürlich irgendwann noch Sturm geklingelt. Und kurz später rief er auch schon an. Ach Scheiße, das warst du. Oh nein, ich dachte, die Bullen kommen. Nein. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Dieser Mensch ist Cannabis-Patient, er hatte 5 Gramm seiner Medizin zu Hause und sonst nichts. Und statt dass er sich freut, dass es bei ihm klingelt und er Besuch bekommt, lebt er in Angst und versteckt sich. Und so geht es leider 4 Millionen Menschen immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Aber das muss endlich beendet werden. Und unsere Regierung, die könnte das sofort beenden. Natürlich braucht die Legalisierung ein bisschen Zeit. Sie wollen es auch gut und richtig machen. Lassen wir das mal so stehen. Aber warum entkriminalisieren Sie nicht sofort Cannabis, damit wir endlich frei sein können, damit wir uns endlich als gute Menschen fühlen können, damit wir uns endlich nicht mehr als Kriminelle fühlen müssen. Das könnte sofort passieren. Und diese fadenscheinigen Argumente, die Sie da vorschieben, die sind einfach Quatsch. Sie können doch einfach mal nach Portugal gucken und sich die positiven Erfahrungen anderer Länder abschauen. Die Entkriminalisierung wird uns auch nur Vorteile bringen. Das ist Fakt. Und Sie haben einfach nur Angst davor. Und jetzt muss man ja einfach mal sehen, das Ganze, was da stattfindet, ist immer noch ein Krieg. Ein Krieg, der gegen uns geführt wird. Ein Krieg gegen die Drogen, der aber auf unseren Rücken ausgetragen wird, auf dem Rücken der Drogenkonsumierenden. Und da müssen wir doch langsam einfach mal mitspielen. Wir sind viel zu lieb, wir sind viel zu brav, wir sind viel zu friedlich. Wir müssen uns auch mal wehren. Und ich sage euch jetzt, dass wir uns wehren werden. Ich möchte auch der Bundesregierung ein bisschen drohen, dass wir uns wehren werden. Ich möchte hiermit ankündigen, wenn das nicht bald umgesetzt wird, dann werde ich ab sofort nur noch Workshops anbieten und nur noch Videos zu dem Thema machen, wie man seine Angstzustände mit Cannabis behandelt, wie man Cannabis vom Arzt verschrieben bekommt. Dann drehen wir den Spieß mal um, dann schauen wir mal, wie sie gucken, wenn auf einmal 4 Millionen Menschen ihr Cannabis vom Arzt bekommen. Und ich sage euch eins, und mindestens die Hälfte davon kriegt das dann auch noch auf Start seinen Nacken und wir dürfen uns nicht mal schlecht dabei fühlen, denn das wäre einfach nur gerecht so langsam. Ich möchte, dass wir alle den Tag erleben, dass wir von dieser Angst befreit sind, denn Angst ist ein unschönes Gefühl. Und ich möchte, dass mein Sohn das Versteckspiel als kindliche, schöne Erinnerung behält. So, abschließend möchte ich, dass ihr vielleicht einmal mit mir noch meinen Schlachtruf ruft, denn der tut unheimlich gut, der macht Mut und der gibt Positivität. Vielleicht habt ihr noch einmal Bock drauf und dann bin ich auch schon wieder weg. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere. Ich sage ihn einmal vor und ihr hinterher. Wir paffen das! Wir paffen das! Wir paffen das! Wir paffen das! Herzlichen Dank, jawohl, vielen Dank. Damit geht's weiter. Tschüss, schönen Abend. Folgt mir gerne auf
YouTube, Hanfnarr TV, danke.